das ist ein rein rassiges Auto. Ich glaube, das geht noch mit Vollgas. Premiere für Stefan Herrmann. Zum ersten Mal sitzt er heute in seinem Einsatzauto für die East Belgian Rally. Der Fahrer aus Niedrum gibt sein Debüt in einem Allradler, einem Auto der Top-Kategorie der belgischen Meisterschaft. Das hier ist ein Skoda Super 2000. Das ist eigentlich immer das Ziel, was wir mal erreichen wollten. So, jetzt ist der Tag gekommen. Leider haben wir nicht genug Testkilometer abspielen können. Das wird jetzt unser Problem sein heute und das ganze Wochenende. Und versuchen jetzt darum, umso schneller am Fahren zu kommen, für Kilometer zu bekommen. Der Shakedown in Rochenrath ist sozusagen die Generalprobe für die East Belgian Rally. Knapp 120 Teams treten bei der Rallye durch die 5 Eifelgemeinden an. 30 davon bereiten sich hier in Rochenrath auf das Wochenende vor. Und auch eine Menge Leute sind schon im Rallye-Fieber. 700 Fans sehen den Teams bei den Testfahrten in Rochenrath zu. Den Shakedown nutzen vor allem viele lokale Fahrer, um an der Abstimmung ihrer Autos zu feilen. Noch wichtiger ist das, wenn man ein Auto zum ersten Mal fährt. Wenn man bis zum Start fährt, ist es ein mulmiges Gefühl. Man weiß nicht, wo man dran ist. Okay, wenn dann auf Null geht und du kannst starten, dann ist man in seinem Element. Und okay, wir haben die erste Runde gefahren, hatten eine kleine Fahrwerkseinstellung probiert. Es ging aber nicht, sind zurückgekommen, haben umgebaut und auf Anhieb finde ich mich schon ganz gut zurecht da. Ist jetzt noch ein bisschen ungewohnt, aber es geht immer besser und ich bin noch erstaunt, wie gut das sich fahren lässt. Man muss sich in den engen Kurven, wenn man beschleunigt, darauf vorbereiten, dass du jetzt 4x4 hast, dass man quer raus kommt beim Beschleunigen und beim Anziehen. Das ist jetzt meine größte Sorge, aber Bremspunkt und Kurvengeschwindigkeit, das passt schon für den Moment. Von den großen Favoriten ist nur einer in Rochenrath, Cédric Scherin. Er wohnt in Soumagne und sieht die East Belgian Rally als seine Heimrallye. Ich wohne 50 Kilometer von hier entfernt. Das ist zwar nicht direkt um die Ecke, aber trotzdem fühle ich mich hier wie zu Hause. Die Wertungsprüfungen sind toll, sehr natürlich und sehr flüssig. Es ist ein Parcours, den ich sehr mag. Und jedes Jahr läuft es hier ganz gut. Ich hoffe natürlich, dass das auch dieses Mal wieder so sein wird. Freddy Leux und Chris Prinzen, die großen Konkurrenten, sind nicht hier. Vielleicht ein Vorteil für Cédric Scherin. Und was erhofft sich Stefan Herrmann? Ein Podium. Nein, das ist immer, man fährt Rennen, um zu gewinnen, aber das ist hier, man weiß, dass man es nicht schafft. Und okay, da muss es nicht übers Knie zu brechen und versucht, das Rennen so gut zu fahren wie möglich und die beste Platzierung herauszufahren, ohne dass man Probleme oder andere Sachen bekommt.